Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Graveyard, einem ganz, ganz kleinen, kurzen Spiel, das ich gern mal ausprobieren würde. Press Escape, sagen sie uns. So, wir sollen mit unserer kleinen Omi hier zu der Bank laufen. Dann lassen wir sie hinsetzen. Und dann werden wir den Friedhof wieder verlassen. Sagen die. So. Aber. Nee, Omi. Omi, hast du Lust, darüber zu gehen? Wir müssen uns die Omi erstmal angucken. Könntest du dich wieder in die richtige Richtung? Da willst du nicht langlaufen, oder? Achso, doch, dir ist es egal, wo wir langlaufen. Na gut, Omi, dann gehen wir mal da lang. Omi besucht den Friedhof. Ich kann Omi leider nicht mehr sehen. Omi? Omi? Geht ja gut los. Weil ich so neugierig bin, ne? Ich melde mich nach einem kurzen Cut zurück. Da bin ich wieder zurück mit der Omi. Diesmal machen wir, was wir sollen. Die Omi besucht den Friedhof. Ah, Omi ist nicht mehr so gut zu Fuß. Der Zahn der Zeit. Ein bisschen Angst jetzt irgendwie woanders hinzugehen, aber ich möchte unbedingt. Aber das scheint gar nicht gewollt zu sein. Okay. Omi, geht das? Ich kann mich auch nicht wirklich umschauen, tatsächlich. Wir können der Oma nur auf ihrem Weg folgen. Es ist ein langer, beschwerlicher Weg für unsere Oma. Da sollen wir hin. Ich guck trotzdem mal hier rüber, ob das geht. So richtig geht das nicht, ne, Oma? Mal. Nee, es geht nicht so richtig. Dann Oma, mal wieder umdrehen bitte. Omi, da ist die Bank. Und da setzen wir uns jetzt drauf. Und denken über das Leben nach. Und darum, wie schnell es vorbei sein kann. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Kannst du dich setzen? Oma? Oma, setzt du dich bitte hin? Das ist offensichtlich noch nicht der Spot, den du gerne hättest, wo du dich gerne hinsetzen möchtest. Möchtest du dich hier so ein bisschen an den Rand setzen, Oma? Oma? Jetzt.
Jahr 840, ja, die Irma was nog jong. Het was een Duitser met de tering, te groot hart, te zwakke long. René, die had een vleesboom, tante Mo is in haar slaap, doodgevallen in een droom. En nooit meer opgeraakt. Kijk, dan zijn we al doodgeboren, zie dat je er niet overloopt. Haar portret al lang verloren, een blauw kruisje nooit gedoopt. En Roger, dat was de kanker, die heeft zichzelf overgroeid. Als een kriem op de hoog wordt hangt er te veel schaduw weggesnoeid. Zoutzuur op haar duim, witte bubbels, geel schuim. Staalwol om het roest te wassen, jaar en datum weg te krassen. En een beitel voor je eigen naam. Voor als we komen te gaan. Van tussen jezekjes en benen zou ik die webben willen plukken. Dreef het zand tussen zijn tenen, als ik me nog kon bukken. Ik wil een engelke van porseleinen, een sprei van zwarte marmer. Het mogen stenen bloemen zijn, om mij aan te verwarmen. Zoutzuur op haar duim, witte bubbels en geel schuim. Staal om het roest te wassen, jaar en datum weg te krassen. En een bijtel voor je eigen naam. Voor als we komen te gaan. Sie ist gestorben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und alles um sie herum geht einfach weiter. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut nochmal wieder. Ich möchte gerne etwas probieren. Ich habe das Spiel gerade mal neu gestartet. Und tatsächlich startet es neu, aber anders als erwartet.
Okay. Ganz kurz. When you're done, you walk with her back to the gate. Die Oma kann nicht mehr zurücklaufen. Da sind wir wieder am Anfang. Ich würde gern mal etwas probieren. Oma, dreh dich mal bitte. Ja. Können wir... Wir können deinen Tod wahrscheinlich nicht verhindern, nicht wahr? Wir warten mal ganz kurz, bis das Intro durch ist. Oh, damit habe ich jetzt so überhaupt nicht gerechnet. Gedacht, wir bekommen jetzt eine Geschichte über Vergänglichkeit erzählt. Und in einer gewissen Weise haben wir auch so eine Geschichte erzählt bekommen. Oma, geh einfach wieder. Was passiert denn dann? Ich höre sie noch laufen, aber... In einer gewissen Weise haben wir eine Geschichte über die Vergänglichkeit gesehen. Kürzer, als ich erwartet hatte. Und ich will gar nicht so viel dazu sagen. Lasst es einfach auf euch wirken. Ja. The Graveyard. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.